Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge der Marsch. Ich hatte hier ein bisschen Pech mit dem Spielstand. Er ließ ihn nicht laden. Da musste ich ein bisschen improvisieren und weiter zurück laden. Ich habe ja ein bisschen schon wieder reingearbeitet, in Anführungszeichen, so dass der Verlust zeitlich gesehen nicht der Rede wert ist. Also, wir sammeln jetzt Stroh hier auf Feld Nummer 44. Strohball ein. Mal schauen, was er hier überhaupt gemacht hat hier. Also eine Runde scheint nicht gefahren zu sein. Aber das ist mal nicht so tragisch. Wir müssen ja so viel nicht ernten, also wir haben genug. Ich habe immer noch vor, Feld Nummer 43 zu ernten oder 53, glaube ich. Da ist der Kalkstreuer. Okay, na gut, war die andere Karte. Ja, und dann wollte ich mal sehen, dass wir das hier ein bisschen hinkriegen, ne? Stroh runter. Die kleinen Felder werden noch gemacht, 24 und 25. Das ist ja alles eine Wiese. Entschuldigung. Gerade wurde gegessen und wir sind, naja, noch nicht ganz da. Mit vollem Magen, das spielt sich schlecht. Eine richtige große Ladung Heu, Stroh. Heu haben wir auch gehabt. Okay. Ich habe noch die beiden Lager gebaut, gehabt. Das musste ich jetzt nachziehen. Weil. Das war ja alles weg. Das ist saublöd, in Anführungszeichen. Ne? Versuchen wir die Ernte in den Griff zu kriegen hier und dann nachher geht es noch Feld Nummer, was ich noch kaufen muss, weiter. Ich habe mal einen schönen LKW zugelegt mit einem Anhänger. Also LKW hat schon gehabt. Den habe ich schon länger, aber jetzt habe ich mal gezeigt. Ne? Von der Marsch. Ja, da ist irgendwas faul. Wo ist an? Der war noch vorne auf dem Deich, auf der Straße. Wo ist der jetzt? Im Graben nicht. Gut, dann ist er vielleicht schon irgendwo Richtung Hof. Ja, Stroh habe ich gebaut und Heulager. Weil mit Ballenpresse ist irgendwie schneller zu fahren. Mengenmäßig mehr. Ja, wir haben späten Sommer. Von der Gerste und der Dingsfahne her Stroh in Pelletsfabrik. Verkehrt gefahren. Oder? Ich glaube schon. Links die 16, naja, verkehrt, man kommt trotzdem zum Ziel. Aber die Musik ist so laut. Gut gebremst. So. Wir hier irgendwie reinfahren, ne? Das sind immer die Silageballen, brauchen wir für die Tiere. Ach, Mu. Da sind die Kälber.
Es war noch gemischt. Muss ein bisschen umbauen, muss ich noch. Also bei Gelegenheit umbauen. Neue Stelle bauen. Die Schweine will ich euch hier wegnehmen und nach hinten bringen. Und dann. So, der erste ist Heu. Das zweite ist ein Stroh. Ja, U und B. Nicht B, nicht C. Und weg sind sie. Aber die erscheinen dann später im Lager. Das Lager ist ein bisschen langsam. Aber das macht nichts. Man soll seine Zeit kriegen. So, auf geht's zum Feld wieder zurück. Wir haben aktuell ein bisschen Stress. Beziehungsweise, naja, Stress haben wir keinen. Nur muss ja zügig gehen, ne? Das habe ich davon gehabt. Raupen gefahren. So, fahren wir zurück. Ja, links ist die Gerste. Da sieht man auch schon die Trockenschäden. Da fehlt was. Dürre. Wir haben lange keinen Regen gehabt hier. Sehr lange. Aber Regen ist nicht in Sicht hier, was ich gesehen habe. Alt S, wettermäßig. Im Winter gibt es Schnee. Aber ich will die umstellen auf 6 Tage. 6 Tage wird auf jeden Fall umgestellt. Auf jeden Fall. Mal schauen, vielleicht auf 9, aber eher 6. Mit 3 Tagen ist ein bisschen zu stressig. Man schafft oft nicht das Düngen. Gerade bei Gras war es zu merken gewesen, dass noch Frost war und am nächsten Tag war Frost weg und es hat gleich eine Stufe gewachsen. Und das ist ungünstig zum Arbeiten. Der ist verschollen, der LKW. Wo ist denn der hin? Ist hier ein Loch irgendwo? Ja, die Felder muss ich ein bisschen bearbeiten. Das ist hier links und rechts etwas zu hoch. Das kann man nicht runter mit Steinberg. Aber das machen wir in aller Ruhe, wenn der Stroh weg ist. Bevor die Aussaat wieder beginnt, wir müssen kurz korrigieren müssen. Leicht einebnen, kann man sagen. Im Großen und Ganzen geht es ganz gut gearbeitet hier. Gut, lässt ein bisschen was liegen, aber ist nicht ganz so tragisch. Ich denke mal, Stroh haben wir genug. Wo ist der eine Outright-Fahrer? Mir fällt immer nur 25. Beim Wirt und trinkt sie einen an. Also diese Pressen sind sehr schnell, muss man so sagen. Die anderen brauchen länger. Ist auch nur eine reine Strohpresse. Man kann auch, ja, Gras kann man auch. Aber die wickelt halt nicht, ne? Aber warum sollen wir unsere guten Wickelkombinationen nutzen für Stroh, wenn wir doch einfacher kaufen können? Die kostet ja nur 50.000.
Und den auch noch mitnehmen hier. Ja, der einen lässt ein bisschen was liegen, ne? Ist das der hier? Ja. Das mal gleich eingreifen, ein bisschen verschieben. Dann müssen wir hier ein bisschen gucken. Jo, besser ist, ne? Oh, der ist schnell, dachte Anne. Du auch. So, 55, nee. Kann ein bisschen mehr, 5,7. Ja, nur sauber. Und warum geht's da nicht weiter? Mal gucken mal durch, wo Fahrzeuge. Ich habe ja etliche schon. Stand er hier und kam nicht weiter. Nö, da ist keiner. Das ist Stroh. Nehmen wir noch ein Düngerfahrzeug. Oh. Wie kommst du jetzt hierher? Das sieht schlecht aus. Muss ich Bergefahrzeug holen? Baum. Na komm, richtig auf. Na komm schon, komm schon. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ist aber schön, danke fürs Reinschauen. Das haben wir. Tschüss und ciao, ciao. Ja, man sieht uns dann vielleicht wieder zum Morgen. Dienstag. Tschüss.